Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Und da geht es heute um einen Mann, der unter anderem auch Albrecht Dürer finanzierte. Er finanzierte ihm die Italienreisen und auch noch mehr. Woraufhin Dürer ihn, eben Willibald Pirckheimer, gleich ganz hervorragend porträtierte. Und ich musste feststellen, dass Herr Pirckheimer auf diesem Porträt eher wie ein muskulöser Feldherr aussah, als dass er dem Stereotyp eines Kunstsammlers und Gelehrten glich. Aber Pirckheimer machte Dürer mit der griechischen Mythologie vertraut. Er war ein manischer Büchersammler und Jurist. Okay, die Physis täuschte jetzt doch nicht ganz. Er war auch kurzzeitig Feldherr. Hartmut Schade mit einem Kalenderblatt, gesprochen von Conny Wolter. Studieren solle er, verlangt der Vater. Doch Willibald Pirckheimer will weiter Soldat im Dienste des Eichstätter Bischofs bleiben, erinnert er sich in seiner Autobiografie. Denn er war der Meinung, dass er mit nicht geringen Beschimpfungen getadelt werde, da ja die Wissenschaften, nach Meinung der Deutschen, den Soldaten zur Schmach gereichen. Der Vater setzt sich durch und Willibald studiert 7 Jahre lang in Padua und Pavia, wunschgemäß die Juristerei, daneben auch das Griechische, lernt vor Ort die gerade wiederentdeckten antiken Autoren kennen und schätzen. Ein wahrhaft seltsamer Vogel bist du in diesem Jahrhundert, da du mit deiner außergewöhnlichen Bildung und so großem Glanz des Reichtums diesen wiederum mit so viel Zuvorkommenheit und Menschlichkeit verbindest. Rühmt ihn kein anderer als Erasmus von Rotterdam, nicht weniger gebildet, aber lange nicht so reich. Das unterscheidet Pirckheimer von allen anderen deutschen Humanisten. Pirckheimer kommt aus einer der wohlhabendsten Nürnberger Kaufmannsfamilien. Was etwas heißen will, denn die Stadt an der Pegnitz ist im 15. Jahrhundert das Handelszentrum Deutschlands. Nach seiner Rückkehr aus Italien wird Willibald Pirckheimer Mitglied im Stadtrat, befehligt die Nürnberger Truppen im kaiserlichen Krieg gegen die Schweiz, wird schließlich einer der Berater von Kaiser Maximilian. In seiner Heimatstadt macht er sich indes viele Feinde. Der Neid und Hass meiner Widersacher ist dermaßen über mich hergefallen, dass mir alle Dienste und Werke zum eigenen Schaden ausgelegt werden. Bitt Gott, dass er euch keinen ärgeren Bürger, denn ich bin, schicke. Willibald Pirckheimer lässt Politik Politik und Geschäft Geschäft sein, lebt von seinem Erbe und für die Wissenschaft. So beschäftige ich mich einen großen Teil des Tages mit Lesen, vorzüglich in den Schriften des Plato, und zwar fleißiger als je vorher. Dann esse ich zu Mittag, lese Geschichten oder treibe etwas Erheiterndes. Bisweilen beschäftige ich mich mit Musik oder antworte denen, die mit mir in Briefwechsel stehen, deren Anzahl groß ist. Als Herberge der Gelehrten rühmt der Humanist Konrad Zeltis Pirckheimers Haus, zu dem eine der größten Bibliotheken Deutschlands gehört. Im Unterschied zu den meist mittellosen Gelehrten kann es sich Pirckheimer leisten, einige Dutzend oder gar 100 Gulden für einen Druck auszugeben. Und er lässt die Schriften antiker Autoren wie Ptolemäus auf eigene Kosten drucken, versehen mit Bildern seines Freundes Albrecht Dürer. Mit dem fast gleichaltrigen Maler verbindet Willibald Pirckheimer seit gemeinsamen Italienreisen eine tiefe Freundschaft. 2-mal hat Dürer Pirckheimer in Kupfer gestochen. Das Porträt von 1524 trägt die Widmung: Willibald Pirckheimer in seinem 53. Jahr. Durch seinen Geist lebt er. Das Übrige ist dem Tode verfallen. Da ist der Nürnberger Gelehrte schon krank. Krank studiert habe er sich, meinen die Ärzte. Willibald Pirckheimer kontert die Diagnose mit den Worten: Wozu lebt man denn, wenn man nicht studieren darf?